herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Jetzt startet die Bike-Saison 2019. Der Schnee geht langsam weg und die Trails werden frei. Und dementsprechend wird es Zeit, das Fahrrad auszupacken. Und wer jetzt im Winter nicht durchgeradelt ist, der sollte so eine kleine Checkliste abarbeiten, ob sein Bike bereit ist für den Einsatz. Also ich nehme mal an, ihr habt es sauber in den Keller gestellt oder übers Bett gehängt oder wo auch immer. Und dementsprechend ist es jetzt ja eigentlich sauber und geschmiert. Aber über den Winter kann es natürlich den Reifendruck verloren haben. Deswegen schauen wir, habt ihr noch genug Druck hinten drin? Habt ihr genug Druck vorne drin? Da reicht es auch einfach mal so ein bisschen mit Fühlen. Also ich habe jetzt recht gut Druck drin. Wenn nicht, würde ich aufpumpen. Ich habe ja diese 27,5 Plus Reifen. Da fahre ich hinten so mit 1,5 Bar ungefähr und vorne mit einem circa, also relativ wenig. Das ist halt der Vorteil an diesen Plusreifen, dass sie nicht so viel Luft brauchen. Genau, nur so nebenbei. Dann schaue ich als nächstes, habe ich noch genug Luft in der Gabel drin? Schraube ich hier bei R auf und tue dann die Dämpferpumpe ran. Ich habe circa 70 Kilo und pumpe da so ungefähr 150 PSI rein. Genau, habe ich jetzt bei mir auch schon eingestellt, weil ich bin die ersten Touren ja schon gefahren. Und dann schaue ich halt auch, ob das alles anständig federt, wenn ich dann richtig Luft drin habe, ob da vielleicht irgendwas von den Dichtringen, das würdet ihr dann merken, dass es komisch saugt oder eben nicht mehr richtig zurückkommt, ob da alles passt. Und dann sind die Reifen jetzt ja aufgepumpt, dann nackle ich da so ein bisschen dran, schaue eben dementsprechend, ob irgendwas mit den Lagern nicht passt, ob sich irgendeine Schraube gelöst haben könnte. Dasselbe gilt natürlich auch für hinten, hier bewegen, schauen, ob sich was bewegt. Ist bei mir jetzt zum Glück auch alles fest. Dann könnt ihr schauen, ob hier noch alles zu ist. Halt einfach überprüfen, wo was nackeln kann, am Tretlager vielleicht, wo irgendwas lose sein kann, ob das auch wirklich alles fest ist. Als nächstes schaue ich, ob hier oben alles passt, an meiner Lenkstange. Und dann prüfe ich die Bremsen. Habe ich einen Druckpunkt? Ziehen die ordentlich? Was ich dann noch gerne mache, ist, dass ich vorne mal das Radl anschiebe und eben überprüfe, ob es bremst. Das geht einwandfrei. Und dasselbe geht für hinten, also anschubsen, bremsen, einwandfrei. Wenn da irgendwas nicht passen sollte, dann tausche auf jeden Fall die Bremsbeläge aus. Es kann sein, dass die über den Winter so ein bisschen anoxidieren und dann halt einfach nicht mehr gescheit bremsen. Und dann im schlimmsten Fall da am besten die Beläge einfach austauschen. Ihr könnt natürlich auch mit dem Schmirgelpapier ran, aber ich finde immer, wenn es mal soweit ist, dann lieber austauschen, ist sicherer. Genau, also ich stelle es natürlich geschmiert ab über den Winter, aber trotzdem mache ich dann vorne auf die Gabel oder wenn ich jetzt einen Pulli hätte, natürlich auch hinten auf den Dämpfer. Das gilt übrigens auch für den Luftdruck, da müsst ihr natürlich auch vorne und hinten schauen. Aber auf jeden Fall mache ich da dann noch ein bisschen was drauf. Vielleicht am besten am Tag, bevor ihr fahren geht, sodass es wieder noch richtig schön einziehen kann. Bewegt es ein bisschen, dass es auch richtig schön reingeht. Und dann schmiere ich natürlich das ganze Radl noch so ein bisschen durch. Auch bei den Clickies am besten, dass die dann auch gescheit aufgehen. Da vor allem die Federelemente schmieren. Dann könnt ihr hier noch beim Tretlager ein bisschen was reinmachen. Gilt natürlich für beide Seiten jeweils. Und bei der Schaltung, bei den beweglichen Teilen. Genau. Und dann seid ihr schon wieder so gut wie einsatzbereit. Wenn ihr eine absenkbare Sattelstütze habt, dann mache ich das Gabel-Deo drauf. Könnt ihr die hier auch noch gerne schmieren. Und dann am besten auch noch so ein bisschen rauf und runter pumpen, dass es auch wirklich reingeht. Wenn ihr jetzt ganz schnell sein wollt am Trail in Zukunft, dann könnt ihr natürlich auch die Bremsscheibe schmieren. Ich lasse es jetzt lieber sein, weil ich möchte ja, dass es auch noch funktioniert. Aber für die, die eh nicht bremsen wollen, wäre das eventuell eine Option. Nicht übertreiben. Und bitte nicht nachmachen. Genau. Und was ich dann noch machen würde, ist die Schaltung ein bisschen durchchecken, dass ihr schaut, ob die noch funktioniert. Weil wenn ihr dann auf Tour seid und irgendwie feststellt, dass da gar nichts mehr geht, also einfach mal alle Gänge durchschalten.
Sonst macht es wirklich überhaupt keine Freude, wenn ihr dann merkt, irgendwie da geht gar nichts mehr. Genau. Ja, wenn das alles funktioniert, dann ist das Bike definitiv einsatzbereit und dann kann es auf die nächste Frühjahrsrunde gehen. Damit wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Wenn ihr im Bikecheck noch mehr macht, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare, weil das interessiert die anderen sicher auch, was ihr da so alles überprüft. Aber generell soll das ja nur so eine kleine Überprüfung sein, also jetzt nicht, wenn schon von Haus aus was fehlt am Radl, sondern eben nur, dass man die erste Ausfahrt auch wirklich genießen kann und nicht direkt abbrechen muss, weil irgendwas nicht mehr funktioniert. Genau, gebt uns doch gerne einen Daumen nach oben. Wir freuen uns sehr und abonniert unseren Kanal für weitere Videos. Es kommt auf jeden Fall jeden Donnerstag um 16 Uhr ein Video und manchmal gibt es auch zwischendrin noch irgendwas von uns. Bleibt also dran. Vergesst auch nicht, die Glocke zu drücken, wenn ihr dann schon abonniert habt. Die müsste hier unten irgendwo sein. Und passend dazu haben wir natürlich auch eine Glocke am Fahrrad. Die ist allerdings noch ein bisschen dürftig und muss erst aus dem Winterschlaf erwachen, weil der hat ganz schön gefroren. War ja nicht im Wohnzimmer, der arme kleine Sharky. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die Kleinsten von uns geht die Sicherheit auch vor. Der hat sich gleich ganz motiviert meinen Helm geschnappt. Die Ausrüstung könnt ihr dann übrigens auch noch checken, ob da noch alles passt oder ob über den Winter vielleicht sich irgendwelche Klebnähte oder sowas gelöst haben. Er macht das jetzt für mich. Er kennt sich nämlich gut aus.